Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Runde Civilization 6 hier auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid und natürlich gleich zu Anfang. Wenn ihr, wenn es euch gefällt, das Let's Play, ihr mehr Folgen sehen wollt, hinterlasst doch einfach mal ein Like. Danke schon mal dafür. So, was machen wir heute? Oh, guck mal, hier kommt nochmal eine ganz, ganz böse Überraschung für unser Atomrobot und für das dicke Kriegsschiff. Puha. Hier kommt noch eins. Also er hat tatsächlich noch ein paar Einheiten, mit denen er uns angreift. Wir verlieren Energie. Wir gewinnen aber auch Erfahrungspunkte und viele sind es nicht mehr. Das ist so das letzte kleine Aufbäumen. Okay. Gilgamesch. Wir betreiben Kriegsverbrei. Ach Quatsch, was machen wir denn so beim Herrschaftssieg? Forderung ablehnen. Also er spinnt auch echt immer. Wir holen uns dein Land demnächst. Kannst du deinem Schwert rumschwuchteln da, wie du willst. Wuchteln, schwuchteln, wie auch immer. Bitte warten, bitte warten. Der haut ab. Mysose wird jetzt gleich... Ja. Müssen wir, glaube ich, noch eine Runde warten. Der Plaplur wird auf jeden Fall erledigt. Das ist natürlich ein bisschen fies. Aber das können wir machen mit einer Raketenartillerie oder so. Zieht nur vorbei. Hat ein bisschen Angst vor unserer gewaltigen Armee. Also, wir ziehen mal von hier unten, ne? Gucken wir erstmal, wo wir angreifen können. Ja, können wir sogar bis zu dem angreifen. So, wie viel war das? So, das ist down. Das kann auch befördert werden, dann sollen wir das mal gleich machen. Erhält Gold von gewonnenen Seekämpfen. So, der kann hier jemanden angreifen, nehmen wir das Stärkere. Dann haben wir hier ein weiteres Flugzeug, das kann ja auch praktisch angreifen. Unser Raketenkreuzer ist auch beförderungswillig, muss aber erstmal kämpfen. Und tschüss, sehr schön. So, dann haben wir hier unseren Flugzeugträger mit den beiden Kampfbombern. Los, Angriff. Den auch. Dann hätten wir nämlich seine kleine Bootsflotte hier schon wieder erledigt. So, der kann hier locker über die Berge schießen. Das dürfte dann schon reichen. Zur Not nehmen wir den noch einen mit. Hier vorne ein bisschen Übung. Naja, es ist alles down. So, können wir entweder mit dem Panzer gucken. Ja, nehmen wir den Panzer. Alles ist gut. Ist erledigt. Brauchen wir eigentlich nicht groß gucken. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir die Stadt einnehmen. Ja, Palur brennt und gehört uns. Stadt behalten. Stadt behalten. Sonst siedelt hier ja eh jemand. Was soll's? Forschung. Oh, wir können Zukunftstechnologie forschen. Wie toll. Wir können neue Produkte auswählen. Hier ist ein Lager und dann auch noch eine Kaserne hinterher. Infanterieeinheit in Chedet. Ein Flugplatz macht hier keinen Sinn. Raumhafen. Bau doch mal irgendwo einen Raumhafen. Das ist alles blödes Land. Dann bau doch mal irgendwas. Ich habe noch gar keinen richtigen Helikopter oder so, ne? Mach mal eine Helikopterarmee fertig. Was, wer will was? Der Raketenartillerie will was.
Sollen wir dann schon mal überlegen, wie wir eine kleine Armee hier für die Römer zusammenstellen? Und die einfach mal hier sammeln. Ja, ich muss erstmal schnell mal die ganzen Produktionen durchklicken. Okay, da kann bis hier angreifen, das passt ja gerade so. Unser erstmal muss unser Turmobot mal irgendwie. Wir sehen immer noch nicht diese blöde Stadt. Das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt sehen wir sie endlich. Von hier können wir sogar angreifen. Können wir noch einen weiter? Können wir wahrscheinlich nicht mehr angreifen. Wir haben auch, also ich fühle mich auch soweit stark gerüstet, eigentlich auch mich zur Not mit einem von den drei größten Gegnern zu messen. Ich glaube, da brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Von hier können wir natürlich nicht angreifen. Nee, stopp. Abbrechen. Soll nicht einmal um die ganze Weltkarte jetzt hier fahren, um da hinzukommen. Bis zur Heilung verschanzen. Der Kampfmonster ist schon fertig geheilt. Also hier sammeln wir die Einheiten, die dann auf Rom ziehen sollen. Werden wir hier mal ein großes Quadrat machen. Dazu gehören auch diese schlechteren Raketenartillerien. Wobei, die können wir eigentlich... Schlechte Raketenartillerien... Sammeln wir erstmal hier an Land. Zum Beispiel hier unten. Und bringen sie dann mit einer anderen schlechten Raketenartillerie zusammen und machen Armeen oder Korps. Genauso wie die beiden hier sich eigentlich gut zusammenschließen könnten. So, er kann hier einen Bauernhof bauen. Die kann sich erstmal bis zur Heilung verschanzen. Wir brauchen hier oben nichts mehr, also das ist klar, ne? Das, werden die ein oder andere Einheit hier behalten, aber das meiste brauchen wir ja nicht mehr. Hier kommt vielleicht noch ein bisschen was an die Küste zur Verteidigung. Die Küstenstädte sollen verteidigt werden. Da haben wir noch eine. Also hier ist dann eine Verteidigung. Hier ist schon einer. Gizeh braucht jetzt nicht unbedingt. Dortmund braucht auch nicht. Vielleicht bringen wir die noch hier rüben. Hier rüben. Hier nach drüben auf die Insel. Das ist eine Fernkrafteinheit. Das macht immer Sinn. So, der Panzer. Können wir jetzt erstmal hier Flugzeug, ein bisschen fliegen. Dann lassen wir die Düsenjäger nochmal aufsteigen. So, falls sie dann angreifen können. Das sind nicht viele. Das sind nur die beiden, glaube ich. So, dann können wir mal gucken, von hier die ganzen... Ne, hier sind ja gar keine mehr. Diese sechs Bomber, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und von hier die Bomber auch. Das ist einer, der befördert werden kann. Dann würde ich den erstmal lassen. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Sonst kann der ja schon befördert werden in dieser Runde. Und der müsste sogar 1, 2, 3... Das können wir schaffen. Mysore, die letzte indische Stadt. Sollte machbar sein. Wir wechseln immer ab. Ne? Wir holen uns einen von hier, einen von da. Der ist auch beförderungswillig. Der nicht. Klar, wir können auch gleich die nehmen, die befördert werden können. Ich dachte nur, wir versuchen es erstmal ohne. Ohne die guten Bomber, die befördert werden können. Es sind aber scheinbar wieder mehrere. Fast alle hier. Er ist ein Pech. Ich glaube, wir brauchen sie sowieso doch noch.
Die sind alle zu weit weg. Der kann schon mal eine neue Basis zugewiesen bekommen und der soll eigentlich hier eben ins äußere Eck, aber so weit kommt er nicht, oder wie? Flieg erstmal hier hin. Der hat nicht so viel Reichweite. Luftangriff. Der Panzer hier muss eigentlich verschanzen bis zur Heilung. Der hat noch ein bisschen Pause, bis die weiteren Flugzeuge alle da waren. Guck mal, da sind wir schon komplett im roten Bereich. Da haben wir noch, haben hier sogar noch welche, die nicht befördert werden können. Ich glaube, mit dem kommen wir nicht so weit, ne? Da müssen wir erst ins Wasser, müssen dann wieder an Land. Das dauert bestimmt 2 Runden. Die Raketenartillerie kann noch mal ein bisschen üben. Na, guck, schafft er gar nicht. So, das war es ja noch nicht, ne? Warte mal, die hier unten, die haben eh keinen Sinn mehr. Die müssen wir alle verlegen dann in Zukunft. Oder? Der kann nicht angreifen, so weit kommt er nicht. Der kann befördert werden. Der kann auch befördert werden. Der kann auch befördert werden. Der kann auch befördert werden. Was mit den beiden unteren? Alles Kampfbomber. Ja, das ist schon einer, der hat aber schon geflogen. Das ist einer mit weiter Reichweite. Und der kann auch nichts. Okay, also hier unten sind wir durch. Hier. Hoffe ich mal, hab noch ein oder zwei. Ich wollte doch jetzt vielleicht doch noch ein Jahr vorher fertig werden. Dann müssen wir gar nicht mehr ins Jahr 2030, sondern schaffen wir es eigentlich schon in 29. Aber ich glaube nicht. Dafür fehlt uns jetzt ein Angriff. So verscherben wir den Panzer. Aber wenn das ein toller Treffer war, dann geht das bis hier runter und dann können wir es schaffen. Schaffen wir es nicht. Na, hier hätten wir noch einen übersehen. Okay, dann schaffen wir es doch. Yes. Vorausgesetzt, er trifft ganz gut. Die Einheit hier, die Verteidigungseinheit, könnten wir vielleicht hier unten nochmal brauchen, weil eigentlich brauchen wir Fernkampfeinheit. Was macht der denn da? Und kommt hier so eine Panzerabwehrmannschaft, eine Armee. Wenn da ein Siedler kommt, wissen wir, okay, die wollen hier bei uns eine Stadt auf unserem Kontinent gründen. So, Buenos Aires. Aber wie sieht das denn aus? Goldtechnisch 444 pro Runde. Wir könnten also kurzerhand irgendwo Einheiten kaufen, falls wir Bedarf haben. Nein, ich will nicht mit den komischen handeln hier. Wenn, dann handle ich nur mit den Stadtstaaten. Stockholm, Jakarta hier zum Beispiel. Bei denen stehen wir auch aktuell auf dem Gebiet. Weg beginnen. Nächste Runde. Schade. Das fehlt uns ein kleiner Treffer hier oben. Oder? Ich glaube, wir schaffen das. Nein, schaffen wir nicht. Wie albern. Na gut, Beförderung verfügbar für einen Panzer und dann müsste eigentlich die Runde überleben. Ich würde sagen, das war's denn. Wir gehen in die nächste Runde. Einheitenverschiebung.
einige müssen heilen und dann werden wir jetzt eine große Armee zusammensammeln, um auf den nächsten Kontinent zu ziehen und da mal langsam unser Unwesen zu treiben. Hier sind wir nämlich durch. Verschanzen hier unten. Atomunterseeboot. Das kann eigentlich immer so ein bisschen zur Not hier vor der Küste stehen. Oder wir ziehen das auch noch hier mit rüber. Zum Beispiel hier hin. Der kann auch erstmal sich hier verschanzen. Ja, brauchen wir hier nicht mehr. Macht keinen Sinn. Ich kann überlegen, sollten wir den irgendwo vielleicht zur Verteidigung haben. So eine Fernkrafteinheit. Könnten wir vielleicht hier behalten. Auf in die nächste Runde. Die ganzen Boote sammeln wir so ein bisschen hier zusammen mit dem Flugzeugträger dann vielleicht, dass das eine schöne kleine Einheit wird. Oh, lass mal den Panzer in Ruhe. Ich möchte jetzt nicht noch einen Kampfpanzer verlieren. Von den Armee. Nein. Forderungen ablehnen? Ist ja auch fähig, welche Forderungen ablehnen. Sollen wir auch mal Forderungen stellen? Mal gucken, ob die dann ein bisschen Angst vor uns haben. Wir gucken uns auch nochmal gleich, wenn wir die Stadt eingenommen haben und, glaube ich, die Inder, denn ein Kopf wieder hier verschwindet. Unser Versprechen gibt Spaß, könnte ihn ein bisschen böse aufstoßen. Die Sumerer sind nicht gerade klein. Das ist ein dicker Wupper hier unten. Und da so kurzfristig ein paar Städte dann einnehmen, wenn es zum Krieg kommen sollte, wird am Anfang erstmal schwierig werden. So, lass uns auch jetzt erstmal das hier beenden. Ein Flugzeug einmal fliegen. Ja, vielleicht verschwinden seine letzten Truppen dann. So, da hat er gar keine Energie mehr, dann müsste er auch mit dem eigentlich einmarschieren können. Oh, der kann nichts mehr, ne? Dann kann er nicht mehr. Das reicht aber. Yes, wir verlieren keine Einheit. War ein bisschen riskant. Aber die Inder sind meines Wissens nach Geschichte. Die haben natürlich mit den Ägyptern und mit uns auch keine netten Leute gehabt. Ein Freidenker. Seglorn. Tschüss, Gandhi. Auf Wiedersehen. So, Stadt. Ja, behalten. Sollen wir die Truppen hier ein bisschen wegziehen? Aber das können wir eigentlich nicht. Und vor allen Dingen überlegen wir, welche Stadt würden wir denn wie einnehmen, falls es tatsächlich jetzt zum Äußersten kommt. Wir haben hier einfach mal nichts. Stadt ist echt ein bisschen schlecht. Um es einfach mal so auszudrücken. Schlecht. Hier drüben ist schon ein bisschen mehr los, aber da kommen wir auch nicht so schnell an eine Stadt von ihm ran. Hier ist Abdab. Da müssen wir hier unten am besten rum. Da ist keine Verteidigung. Dann können wir uns hier in Stellung bringen und Abdab bebomben. Das ist wahrscheinlich auch mit Atom-U-Booten. Wir brauchen hier mehr Atom-U-Boote hier unten für mehr Sicht. Hamburg. Hat einen Kampfbomber gebaut. Schön. Gleich den nächsten. Wir haben ja wieder Frieden jetzt eigentlich. Ne? Es muss eigentlich nächste Runde wieder alles gut sein. Ostverteidigungsreparatur. Ach. Das hätten wir schon längst noch machen müssen. Sehe ich erst jetzt, wie das möglich ist. Köln hat auch einen Bomber geschwommen. Na, erstmal eine Bank in Köln. Handwerker abgeschlossen, dann bau doch mal ein Hanse. Zwei Produktionen. Plus drei Produktionen hier sogar. Dann nehmen wir das. Das können wir uns gerade so leisten. Edfu hat Unterhaltungskomplex abgeschlossen, dann bau doch mal gleich eine Arena hinterher. Delhi kann noch Kanalisation reparieren. Hydrabad kann Kanalisation reparieren.
und ihr könnt auch eine Wassermühle reparieren. Jetzt kommen die ganzen Bomber wahrscheinlich noch dran, noch die ganzen Panzer. Die werden es natürlich alle hier nicht mehr brauchen. Wir brauchen jetzt hier unsere Truppe für drüben. Die Römer wollen wir in einer Runde, sagen wir in 2 Jahren vernichten. Also wir stellen uns so auf, dass wir die in 2 Runden, sagen wir in 3 Runden, müssen wir Kriegs erklären, müssen wir landen. Das wird 3 Runden dauern. Es sei denn, wir kriegen noch einen Flugzeugträger zum Beispiel. Oder warte, nee, wir können ja auch. Da können wir nicht. So weit können wir nicht fliegen. Ja, also die Einheiten bringen wir beim nächsten Mal in Stellung. Das machen wir heute nicht mehr. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Mit einem kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr morgen wieder dabei seid, freue ich mich. Bis dann und tschüss.